Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Scientology-Kirche. Die Scientology ist eine moderne Religion. Sie wurde Mitte des letzten Jahrhunderts gestiftet von L. Ron Hubbard. Und L. Ron Hubbard hat sich große Mühe gegeben, den Menschen zu verstehen, warum es ihm nicht gut geht, warum es so viel Not und Elend auf der Welt gibt, obwohl es eigentlich denkende und gesunde und fitte Menschen gibt, die dem entgegenwirken könnten. Und er wollte das ganz genau wissen und er wollte vor allen Dingen einen Weg finden, wie man dem Menschen sehr gut helfen kann. Daraus ist eine ganze Lehre entstanden, die kann man im Ganzen studieren oder auch in kleinen Teilen. Und das ist ja meine Aufgabe, am Sonntag ein ganz kleines Stückchen aus dieser Lehre wiederzugeben. Die Scientology hat einen spirituellen Weg, wo man Schritt für Schritt, Stufe für Stufe in Richtung persönliche und geistige Freiheit geht. Das ist ein wunderschöner Weg, wo man nach und nach wie Zwiebelschalen abwirft und immer mehr von der eigentlichen Person zum Vorschein kommt. Und die Sache macht dann auch noch Spaß. Zunächst möchte ich das Glaubensbekenntnis der Scientology-Kirche vorlesen. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt zu überleben, dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Für diesen Sonntag habe ich mir das Thema mit der Wahrnehmung ausgedacht. Ich glaube, ich habe es genannt, die Wahrnehmung der Seele. Und es ist tatsächlich so, dass ein Mensch aus drei Teilen besteht. Den ersten und wichtigsten Teil beschreibe ich als letztes. Den dritten und im Zusammenhang schon sehr wichtigen Teil, das ist dieser Körper. Der Körper ist das, was man anspricht, das, was man als Erkennungsmerkmal benutzt, woran man eine andere Person erkennt. Es ist etwas, was man kleiden kann und was man natürlich versorgen muss. Man muss es mit Energie füttern und es kann einem auch recht gemütlich sein. Man kann es schön finden, man kann es schön gestalten. Und im Großen und Ganzen ist einfach der Körper das, was man so durch die Gegend bewegt, um auch mal die Tür aufzumachen. Und natürlich macht man auch noch andere Dinge damit, selbstverständlich. Und dann gibt es einen Verstand. Der Verstand ist eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von der Vergangenheit, von allen Bildern aus der Vergangenheit. Und mit Bild meine ich jetzt nicht nur Fotografie, sondern ich meine jeden Moment in der Geschichte, die man selbst erlebt hat, die man hatte. Jeder Moment wurde aufgezeichnet und zwar immer mit ganz vielen Wahrnehmungen. Da haben wir es wieder zusammen. Also mit Hören, Sehen, Riechen und ich beschreibe dann gleich später noch ein paar mehr. Der Verstand wird benutzt von der Person selbst. Und die Person selbst, na, das seid ihr. Also das ist einfach der drinsteckt, das ist der den Körper belebt,
und mit Energie versieht. Das ist der, der den Verstand benutzt. Der kann sagen, in der Vergangenheit war das so und so und so. Und deswegen denke ich, wird das in der Zukunft so und so und so. Und er hat sehr viel, so eine Person, also die Scientologen nennen das Tetan, um es von dem Wort Seele ein bisschen abzugrenzen. Aber so im Prinzip ist die Idee schon die gleiche. Das ist das geistige Wesen, das ist das, was drin steckt. Wirklich die Person selbst. Und die Person selbst kann Energie produzieren, sie kann Bilder produzieren, sie kann zum Beispiel Bilder machen von dem, was da ist, aber sie kann sich auch ganz andere Bilder machen, sie kann sich etwas vorstellen, sie hat kreative Energie, sie kann sich die Zukunft vorstellen, sie kann Illusionen produzieren und so weiter. Hat sehr, sehr viele Fähigkeiten, so eine Person. So ein, wie wir sagen, Tetan. Und wenn ich auf Wahrnehmungen zu sprechen komme, dann gibt es natürlich Wahrnehmungen, die man mit dem Körper macht. Also wenn ich jetzt hier dieses Buch fühle, dann sind das im Prinzip die Nerven in den Handflächen, die dann eine Information über Schaltzentrale an die Person selbst liefern. Oder ich kann auch direkt wahrnehmen. Direkte Wahrnehmung und körperliche Wahrnehmung tut man im Allgemeinen nicht zu unterscheiden. Ich denke, dass jeder von uns Momente hat, wo er zu schnell reagiert, um eigentlich über das Nervensystem vom Körper überhaupt dabei zu sein. Ich habe mal nachgerechnet, wie das ist mit den Nervengeschwindigkeiten. Ich glaube, dass die Nerven die Reize ein bisschen zu langsam weiterleiten, als dass man richtig schnell Tischtennis spielen könnte. Und es gibt noch andere Sportarten, Fechten zum Beispiel, wo man im Prinzip wissen muss, was der Gegner als nächstes tut, wo man ein bisschen in die Zukunft gucken muss. Oder überhaupt kämpfen, wo man die Zeit ein bisschen langsamer drehen muss, damit man genügend Zeit hat, eine Gegenbewegung zu machen und so weiter. Also es gibt einige Sportarten und auch einiges andere, wo man gar nicht mit der körperlichen Wahrnehmung alleine zurechtkommt. Okay, also bestimmt gibt es welche unter euch, die jetzt sagen, ja, aber das geht ja nicht und was hat das mit geistig zu tun? Aber ich würde euch jetzt einfach bitten, guckt mal in euch selbst, guckt mal in eure Vergangenheit und fühlt mal da rein, war das schon mal so, dass ihr etwas wahrgenommen habt, was man streng genommen mit den physikalischen Gesetzen gar nicht unbedingt erklären kann? Vielleicht kennt ihr die Situation, da klingelt das Telefon und man weiß einfach, es ist die Schwiegermutter oder der Bruder oder der Ehemann. Also ich weiß eigentlich immer, wenn mich mein Mann anruft. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber ich weiß es einfach. Dann klingelt es und dann weiß ich, dass er ist. Und nein, ich habe den Klingelton nicht auf ihn programmiert. Hätte ich ja auch machen können schließlich. Aber ich weiß es auch so. Das ist eine Wahrnehmung, aber es ist keine körperliche Wahrnehmung, weil das steht ja nicht, also ich kann nicht mit den körperlichen Augen jetzt im Moment in mein Handy gucken, das hinter mir liegt am Schreibtisch oder das irgendwo anders liegt und trotzdem weiß ich, es klingelt gerade, ah ja, okay, das ist er. Geht auch manchmal schief, manchmal weiß ich es auch nicht, aber meistens weiß ich es. Und dann gibt es noch einige andere Wahrnehmungen. In diesem Buch, das ich euch ja schon oft gezeigt habe, das gar nicht unbedingt ein Einsteigerbuch ist, aber trotzdem interessant, es hat sehr, sehr viele Skalen und sehr viele ganz grundlegende Gesetze der Scientology. Das Buch der Grundlagen, ja eben auf denen alles aufbaut. So zum Einsteigen empfehle ich euch lieber ein anderes Buch. Da gibt es auf der Seite 163 die Liste der Wahrnehmungseindrücke vom Juli 51. Und da zählt L. Ron Hubbard praktisch alles auf, was man so wahrnimmt. Zum Beispiel nimmt man Zeit wahr. Es ist einfach eine Wahrnehmung. Ihr wisst, ob gerade Zeit vergangen ist und ihr wisst, ob keine Zeit vergeht. Ihr wisst, ob sie langsam vergeht, ob sie schnell vergeht. Oft gibt es Leute, die eine Minute aufwachen, bevor der Wecker klingelt oder die sich vornehmen können, um 3.30 Uhr wache ich auf und dann tun sie es auch. Man hat eine eigene Wahrnehmung für Zeit und man kann auch ein bisschen dran arbeiten, dass man sich einfach merkt, wie lange ist eine Viertelstunde und das dann relativ genau weiß. Ab und zu geht es natürlich schief, wenn man gerade Lego baut, dann vergeht die Zeit irgendwie ein bisschen schneller. Wenn man sich mit etwas beschäftigt, was man überhaupt nicht mag, dann vergeht die Zeit manchmal etwas langsamer. Und es gibt eine eigene persönliche Zeit und eine Wahrnehmung dafür. Und es gibt natürlich auch einfach die Zeit, die alle anderen haben, die auf den Uhren gezeigt wird. Und auch dafür kann man eine Wahrnehmung haben. Sie-Vermögen steht hier.
Das ist, wenn ihr jetzt gerade auf den Bildschirm guckt und mich seht, dann habt ihr das mit den Augen gemacht. Farbwahrnehmung, Tiefenwahrnehmung, relative Größen. Man kann vor einem Wolkenkratzer stehen und sagen, oh, ganz schön hoch. Und man kann eine Ameise angucken und sagen, oh, neulich habe ich eine Ameise gesehen, die war dreimal so groß. Also man nimmt in relativen Größen wahr. Und das kann man auch mit dem Körper wahrnehmen. Also man kann etwas anfassen und wissen, wie groß es ist. Und das ist beim Wolkenkratzer schwieriger. Da braucht man dann schon die Augen dazu oder wenigstens die Ohren, um irgendein Echo wahrzunehmen. Geräusche, Tonhöhe, Klang, Lautstärke, Rhythmus. Auch für den Rhythmus hat man eine Wahrnehmung. Das kennt ihr, wenn ein Musiker irgendwas spielt, wo man so ein bisschen mitwippen kann, wenn der sich verspielt oder wenn der aus dem Rhythmus kommt, dann hängt man. Dann weiß man, der Rhythmus stimmt nicht. Oder manchmal, wenn ein Schlag irgendwo ausgelassen ist, dann kriegt man es mit. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Riechen, berühren, eigene Emotionen, auch das ist eine Wahrnehmung. Wenn ihr in die Vergangenheit guckt und euch an eine Zeit erinnert, wo ihr traurig wart oder wo ihr sehr glücklich wart oder wo es sehr, sehr langweilig war oder wo ihr wirklich stinksauer wart. Das sind alles Emotionen und an die kann man sich sehr gut erinnern, weil man sie eben selber wahrgenommen hat. Menschen nehmen Emotionen natürlich unterschiedlich wahr. Bei den eigenen Emotionen ist es ein bisschen sicherer. Bei den anderen Emotionen, Emotionen von anderen, das kann schon sein, dass man es ein bisschen üben muss. Aber wenn jemand so richtig, richtig sauer ist vor euch, das kriegt man dann schon mit. Oder glücklich sein. Also so richtig ausgelassen, fröhlich. Das kriegt man auch mit. Bewusstsein des Bewusstseins ist auch eine Wahrnehmung. Dass man sich selbst bewusst ist über etwas. Dass man weiß, dass gerade etwas passiert oder weiß, dass etwas nicht passiert. Die eigene Größe, die Organempfindung, Hunger ist eine Wahrnehmung. Schmerz ist eine Wahrnehmung. Die Körperstellung, die Gelenkposition, die Temperatur, das Gleichgewicht, die Muskelspannung, Felder oder Magnetisches, auch das nimmt man wahr. Zeitspurbewegung, körperliche Energie, Selbstbestimmung. Kennt ihr das? Das nimmt man auch wahr, wenn einen jemand anderes rumschubst. Es stört einen dann. Dann hat man es gerade wahrgenommen. Oder ich stehe gerade wirklich freiwillig hier und halte meinen Sonntagsandachtsvortrag und freue mich darüber, dass ich was erzählen kann. Und auch das ist eine klare Wahrnehmung von Selbstbestimmung. Na gut, ich höre mal auf. 50 Stück sind hier aufgelistet. Es gibt noch eine andere Liste, da sind sogar noch ein bisschen mehr, 2 oder 3 mehr. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nochmal auf den Unterschied zu sprechen kommen. Der Körper nimmt ganz viel wahr, aber nicht alles. Und ohne eine Seele oder ohne, wie wir sagen, einen Tetan in diesem Körper, nimmt gar nichts wahr. Da könnt ihr zum Beispiel gucken, wenn jemand gestorben ist und ganz bleich und weg sein, da auf irgendeinem Tisch oder Bett oder irgendwo liegt, der nimmt tatsächlich mit dem Körper überhaupt nichts wahr. Da ist gerade keine Empfindung in diesem Körper und durch diesen Körper. Und dann, wenn ihr jemanden ansprecht, dann habt ihr immer ein Stück Seele mit drin. Das ist immer ein Stück Wahrnehmung der Seele, weil immer die Person sagt, ich bin gemeint oder dem höre ich jetzt nicht zu oder was auch immer man als Konsequenz daraus macht. Aber immer selbst kommt eine Entscheidung und das hat immer was mit der Kraft, die innen drin steckt, die Person, die innen drin steckt, zu tun. Das heißt, immer muss eine Wahrnehmung zu der Person kommen, bevor sie weiterverwendet wird und bevor man mit ihr denken kann, tun kann, handeln kann, darauf antworten kann, was auch immer man mit Wahrnehmungen so tut. Oder sie einfach in sich reinfressen und merken. Das geht ja schließlich auch. Wahrnehmungen der Seele, also im Prinzip sind das alle Wahrnehmungen, die letztendlich von euch gemacht werden. Der Körper, der wird da als Mittel benutzt. Und manchmal ist man es so gewöhnt, dass man immer mit dem Körper wahrnimmt, dass man vergisst, dass die seelische Wahrnehmung ja eigentlich der entscheidendere Teil ist an dem Ganzen. So, jetzt habe ich alles dazu gesagt, was ich sagen möchte. Der Versuch, die Hausaufgabe, versucht doch mal zu unterscheiden, das ist ja ganz spannend. Habe ich das wahrgenommen oder hat es mein Körper wahrgenommen? Oder wie war die Reihenfolge? Hat es der Körper zuerst und dann ich oder ich zuerst und dann der Körper? Probiert mal ein bisschen aus. Man kann es tatsächlich ganz gut unterscheiden, wenn man sich darauf konzentriert.
Einfach mal so. Zeit für ein Gebet. Das Scientology Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen. Ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Liebe Gott, dass es so sei. Mir bleibt euch eine ganz gute Woche zu wünschen. Tut sie mit sehr vielen Wahrnehmungen ausstatten. Mehr Wahrnehmungen macht einen einfach lebendiger und da macht das Leben mehr Spaß. Und ich wünsche euch dabei wirklich viel Spaß. Dankeschön. Ja.